Bleiben Sie hier, leisten Sie keinen Widerstand. Tag auch, wie ist es euch? Ich bin der Sven und wir spielen heute eine weitere Runde Modded Satisfactory. Na, die Stimme kurz nicht das gemacht, was sie sollte, aber das ist nicht so schlimm. So, jetzt wollte ich hier fliegen, das funktioniert auch nicht. Was haben wir denn heute vor? Wenn ich ehrlich bin, habe ich keine Ahnung mehr, was ich vorhatte. Aber das scheint hier gut zu funktionieren. Das heißt, wir springen jetzt mal da runter, gehen darüber und verteilen noch ein bisschen daraus. Und dann gucken wir mal, wie wir anderweitig weiterkommen. Anderweitig weiterkommen. Klingt irgendwie auch interessant. So. Wir haben hier das Zeug und das Zeug. Das heißt, das Zeug muss da rein und das Zeug muss da rein. Dann kann das hier nämlich schön sanft, langsam weitergehen. Ich bin immer noch an dem Punkt, wo mir das alles ein bisschen auf den Sack geht. So, okay, aber das soll nicht heute unser Problem sein. Das läuft ja jetzt erstmal so ein bisschen. Andere Chance habe ich hier auch nicht, ne? Die einzige Chance, die ich hätte, wäre den volllaufen lassen und dann könnte man sortieren und dann könnte man das so ein bisschen regeln. Und dann kann ich es genauso gut... Egal. So. Warum auch immer ich mir die jetzt genommen habe, die brauchen wir nämlich nicht. Die kommt wieder hier rein. So. Wir haben jetzt zwei von denen, das bringt uns nichts. Holz hätten wir auch noch ein bisschen, das können wir da hinten reinschmeißen. Okay. Wir haben da einen weiteren Meilenstein vor uns. Den wollen wir mal angehen. Vielleicht hilft das ja. Wie sieht das eigentlich hier aus? Du bist... Guck mal, hier können wir direkt schön drüber laufen. Du bist sehr voll. Aber scheinbar gehst du schnell genug weg. Also wir gucken jetzt erstmal nach vorne, dass wir da nicht irgendwie voll laufen. Und dann schauen wir mal weiter. Aber scheinbar läuft das hier ganz gut. Da geht alles rein. Wie sieht es denn bei dir aus? Okay, voll läufst du auf jeden Fall nicht. Das ist schon mal schön. Wie sieht es hier aus? Das sieht auch gut aus. Der Seite ebenfalls. Und das... Ja, also... Akzeptabel, sagen wir es so. Das geht aber auch hier raus. Da schön voll, okay. Und das läuft auch. Also alles in allem läuft das eigentlich ganz gut. Jetzt gucken wir mal, dass wir die 200 Dingens da kriegen. Die müssten wir da vorne haben. Ich hoffe mal, dass die 200 drin sind. Grob. Knapp. Würde ich mal sagen. Wir haben hier bald ein Problem. Ach du Scheiße, wie sieht es denn hier eigentlich aus? Könnten Kabel mal wieder anmachen. Damit hier schön weiter produziert wird und dementsprechend könnten wir, glaube ich, auch Draht wieder anmachen. Hier fehlt ein bisschen Kupfer. Das kommt ein bisschen langsam rein. Kupfer wäre gut, wenn wir davon nochmal welches hätten, ne? Ja, egal. Erstmal kommen wir so aus. Ich schmeiß jetzt erstmal das da rein. Ah, apropos Kupfer. Was brauchten wir denn nochmal? Wir brauchten wir... Hier Stangen für, ne? Ich meine, brauchten wir das Zeug? Was braucht man denn für euch hier nochmal? Ah, den Kram. Hallo. Kupferblech ist voll. Auch gut. Und dann brauchen wir diese... Okay, da muss ich erstmal gucken, was das überhaupt ist. Das kriegen wir alles hin. Schauen wir mal, dass wir die Belohnung machen können. So.
Als erstes geht man hier rein. Der Kram. Das ist schon mal gut. Ja, die 10 können wir auch schon mal reinschmeißen. Das sollte machbar sein. Dauert ein bisschen. Und das ist Zink. Haben wir irgendwo Zink? Können die machen, aber die, wie werden die denn hergestellt? Im Schmelzofen. Okay, das macht Sinn. Das heißt, wir müssten die hier irgendwo haben. Hier kommt doch schon. Das ist Kupfer. Ich bin mir noch ein bisschen unsicher, wo ich was herkriege, aber egal. So, wir wollen die Copperpipes machen. 240 brauchen wir noch. Okay. Sollten machbar sein. So, was haben wir denn da? Wir haben das Zeug. Das müssen wir einschmelzen zu Zinkplatten. Zu Zinkdingern. Guck ich gleich mal, wo ich die hingelegt habe. Muss ich ja irgendwo haben. Irgendwo habe ich bestimmt sowas schon gemacht. Ansonsten bauen wir einen auf. Müssen wir halt ein paar Sachen holen. So, nur noch ein paar, dann haben wir die. Und wir sind durch. Zack, zack. So, die sind drin. Auch gut. Die drei hier. Die Frage ist, für 100 Stück. Wir brauchen dementsprechend 400 Stangen. Und 100 hiervon. 100 hiervon bedeutet 400 Platten. Und 600. Blöde Nummer. Wir waren clever. Da war was. Wir haben was Intelligentes getan beim letzten Mal. Ja, hier brauchen wir 400 von, ne? Und Platten brauchten wir auch eine Menge. 400. So. Dann. Eigentlich wäre es ja cleverer, das Ganze zu automatisieren. Ne? Aber im Moment. Ihr kennt mich ja mittlerweile, ne? Ja, 100 Stück brauchen wir. Ja, komm, machen wir 109. Dann haben wir das wieder voll. Er ist nicht mehr weit. Noch 10 Stück. So, dann haben wir die 9 nämlich über und dann passt das. Achso, da war ja was. Daraus mussten wir jetzt die Kollegen basteln. Ja, 218 sind ein bisschen viel, wir machen mal nur 100. Eigentlich brauchen wir ja auch nur 97.
So, die sind drin. Jetzt bleibt der Spaß hier. Ist das das Zinn? Das ist Zink. Wo haben wir Zink? Ich würde wetten, das haben wir noch nicht. So, dann ist das alles wenigstens mal wieder voll. Einmal hier zwischendurch. Und dann wollen wir mal gucken, dass wir irgendwo Zink herkriegen. So, das ist sowieso ein Problem. Das ist... Bist du voll? Das ist ein Problem. Das ist ein großes Problem. Die schmelzen nicht schnell genug weg da oben. Und damit bleibt das hier alles schön hängen. Und wenn das hängen bleibt, bleibt das hier hängen. Und wenn das da hängen bleibt, gut, dann geht mir hier rein. Und der kommt ja relativ langsam nur hinterher. Das heißt, das hier ist schon mal gut. Ah, hier sind auch zwischendurch mal Lücken. Oh, das ist sehr gut. Das heißt, es geht hinten nicht schnell genug raus. Das gefällt mir. Klingt ein bisschen blöd, aber ja, gefällt mir. So. Du hier machst Sulfurite. Ist das etwa das gleiche Zeug, aus dem wir Kupfer machen? Das wäre ja ganz übel. Andererseits, hier drauf, wäre es auch nicht so verkehrt, dann könnte man nämlich einfach du Kupfermann Rezept auswählen. Wenn ich Zink mache, ich, oh nee, das sieht anders aus. Habe ich eine neue Ressource hinzu? You gotta be kidding me. Holy fuck. Also. Pim. Oh Mann. Da. Ja, passieren. Entschuldigung. So. Okay. Das heißt, wir brauchen so einen Kollegen. Wir brauchen Strom wird ein Problem. Das muss jetzt gut geplant werden. Produktion dahin wollte ich. Also wir brauchen dich, wir brauchen dich. Bisher sieht noch alles gut aus. Wir brauchen einen... Oh, brauchen wir einen Crusher oder brauchen wir einen Sorter? Ich packe mal vorsichtshalber beides rein. Konstruktoren sind gut, Schmelzofen. Okay, das ist nicht das Ding. Die kriegen wir schnell. Wie kriegen wir da hinten am besten schnell automatisiert Strom hin? Ich nehme einfach mal zwei hiervon mit. Brauchen wir mehr Schrauben. Auch das ist kein Ding. Okay, davon habe ich genug. Davon nehmen wir mal drei mit. So. Das sollte alles möglich sein. Nehmen hier drei. Okay, dann holen wir uns mal da vorne Schrauben. Wahrscheinlich wird am Ende für uns ein Problem sein. Schrauben haben wir. Draht wäre jetzt schön, halt eine 500er Rolle zu kriegen. Aber die Wahrscheinlichkeit ist im Moment sehr gering. Da fällt mir ein, da muss Holz rein. Holz rein.
Nee, da kommen wir nicht lang. So. Kupferdraht. Fuck. Raus. Ja. Unser Junior hat heute Zeug zu bekommen. Also ich produziere hier eine Woche im Voraus. Das Video, das ihr letzten Freitag gesehen habt, habe ich die Woche vorher gemacht. Nee. Auf jeden Fall gab es Zeugnisse. Unser Junior hat mal wieder was ganz Ekelhaftes gemacht. Das ist wirklich nicht schön. Also ich kann das auch nicht irgendwie beschönigen. Er hat eine 1,5 auf seinem Zeugnis. Also 8 Einsen, 2 Zweien, 2 Dreien. Findet ihr das nicht auch ekelhaft? Ja, wir sind mächtig stolz, aber das ist schon ekelhaft, oder? Also, so. Jetzt noch mal den hier. Und, ja, der Mann der Patentante, weil er ist nicht der Patenonkel. Der fragte gerade nach, ob er dafür auch eine harte Strafe kriegt für so ein ekelhaftes Zeugnis. Ja. Erst eine Woche Paris. Mit uns, also Mama und Papa. Und dann kommt noch mal eine Woche mit seinem leiblichen Papa in Frankreich, in Italien dazu. Am Gardasee. Also, ne, kann man mal machen. Ich würde sagen, da er das mit uns immer zusammen machen muss, das lasse ich mal als harte Strafe gelten, oder? Ich meine, ihr habt mittlerweile mitgekriegt, wie verwirrt ich bin. Das ist eine akzeptabel harte Strafe. Hallo, Dogo. Da. Jetzt muss ich mich echt fragen, war ich hier schon mal? Schreibt doch mal in die Kommentare, wie eure Zeugnisse so ausgesehen haben. Ich kann euch sagen, meins war nicht so gut. Ich war immer so der klassische Dreierkandidat. Wo zur Hölle bin ich hier? Oh, Moment. Sie werden so schnell erwachsen. Es geht ja noch mal alleine raus, weil er hat ja Pferde. Wunderbar. 115. Wo zum Geier bin ich hier? Natürlich ist da unten ein Stein drauf. Du willst mich doch veräppeln. Ich gehe doch jetzt nicht... Wie viel tausend Meter in die Richtung? Oder wahrscheinlich auch. Wie soll ich denn den wegkriegen? Ja, der ist nah dran, ich weiß. Das ist ein Problem, das ich nicht haben möchte. Hey, Kollege, hier in die Richtung war doch auch einer. 113, ja, das weiß ich. Ja, mal in die Richtung. Ja. Da ist noch 1600. Hier ist der 1600 in die Richtung. Wenn da jetzt auch ein Stein drauf ist, dann weiß ich, wenn ich ehrlich, dann weiß ich nicht, wie ich das machen soll. Also ja, klar, dann kann ich gucken, dass ich am Rand ein bisschen was abbaue. 1700, 1400, 1700, 1400. Eieieiei. Ich bin sauer. Nicht rennen. Hier, komm.
Feigling, komm her. Du kriegst jetzt meine Wut ab. Danke. Ah, 1300. Etwas neben West. Ja, das ist 1600, 1200. Okay, so war diese Folge auf gar keinen Fall geplant. Aber ich habe so meine Befürchtungen. Wenn ich die Richtung mir angucke. Okay, da ist eine Schnecke, die nehme ich mir mit. Hallo, Eumelsus. Ja. Es geht ja nicht einfach dran vorbeigehen und guck, man muss hier lange stehen bleiben. Tatsächlich eine Sache, die ich sogar verstehen kann. Ist ein Summersloop. Alter, brauche ich nicht noch fürs Namen von dem Kollegen hier ein bisschen was? Hallo? Bleiben Sie hier, leisten Sie keinen Widerstand. Kollege, du bist anstrengend. Du bist maximal anstrengend. Ich wollte doch nur ein bisschen von dem Zeug hier haben. Nicht so böse. So, geht's auch. Wo wollte ich lang da? Nein, ich bin gar nicht aggressiv. Ich komme diese Düne nicht hoch. Das ist nicht mein Ernst, oder? Ist eine Kiste? You are so lucky that you found this most valuable artifact. Ja, ja, wir wissen. Ich bin so lucky. Bin so lucky. Ist es da? Warum kommt mir denn gerade Britney Spears in den Kopf? Aber auch gar nicht so gut. Ist das da Kohle? Kann ich mit Kohle schon was anfangen? Ja, das ist Kohle. Ei. Du hast gar nichts gesehen. Entschuldigung. Du hast nicht das Geringste gesehen. So. Okay, mal gucken in meinem Skript. Madagaskar-Joke. Abgehakt. Ah, 100 Meter die Richtung. 100 Meter, das wird doch da ganz oben sein. Und ich muss doch bestimmt durch die ganze Scheiße da durch. Und nur die Viecher da? Gerade noch was. Hier ist eine Höhle. Eine, die mir nichts bringt. Ja, ich comply ja schon. Okay, die Höhle war es nicht. Gut.
Meine Befürchtung ist immer noch, dass das da oben ist. Ich würde behaupten. 50. Komme halt nicht näher. Das ist sehr schlecht. Das heißt, ich kann zum nächsten rennen. Das ist dann heute der Renn durch die Gegensimulator. 200 Meter. Im Gegenteil, ich bin jetzt wieder weiter weg. Oh Gott. Da ist wieder Schmutzwasserzeug. Oh. Okay, wild. Wie machen wir das? Da oben müssen wir. Wir müssen da durch. Wir haben keine Gasmaske. Verdammt. Also. Das ist jetzt der Teil, der für mich ein bisschen nervig wäre. Flugmodus lassen wir weg, keine Baukosten und so. Ne, lassen wir alles, aber. Ne, irgendwie. Die Erforschung reicht gerade schon. Wir gehen da jetzt durch. Und können wir ja später von mir aus wieder ausmachen, wenn. Ganz gefahr. Also, runterfallen und daran sterben finde ich okay, aber das ist halt jetzt ein bisschen blöd, weil es scheitert ja letztendlich nur daran, dass ich noch keine. Also nicht weit genug bin mit meinem Zeug hier. So. Wir entfernen uns immer weiter. Wir müssen doch irgendwie hier rum und da hoch. Ja, rum sieht schon mal gut aus. Ja. Das gefällt mir so überhaupt nicht. Das ist jetzt auch mehr so ein Raten. Müssen wir da hoch, um da irgendwie oben rumzugehen? Ups. Okay. Da kommen wir nicht durch. Wenn ich jetzt. Sag mal. 300 Meter. So richtig zufriedenstellend ist das noch nicht. Ja, okay. Hab, wie weit der ist, jetzt geht er uns nicht an. Weil die Alternative wäre halt, wir müssen dann zum dritten davon laufen. Und ich habe jetzt schon den Überblick verloren, wie weit das zum dritten ist. Und welcher der dritte überhaupt ist. Meter. Oh, da links. Okay, wir sind hier auf der richtigen Ebene. Wir sind hier schon hoch. Das ist gut. Okay. Das Zeug ist das. Wie ich denn hier jetzt überhaupt? Ich bin ehrlich. Ich würde es gerne mit Gandalf sagen. I have no memory of this place. Also da habe ich mein Dingsbums-Zeug für Ende gebaut. Irgendein ein Teil für die, ne? Und Kibitz hat hier auch seine riesengroße Fabrik für das gleiche Ding gebaut. Ich bin ein bisschen irritiert, weil ich habe zuerst damit angefangen. So. Aber holla, ey. Oh, zum Geier. So, du gibst das in die Richtung raus. Das passt ungefähr. Du kommst da rein. Ja, hier ist eine Sicherung durchgebrannt, das wissen wir. Nun, wie viel braucht ihr? Steht es hier irgendwo? 7 Megawatt. Wie viel macht ein Windrad? 10. Okay. 3 Stützen vielleicht ein bisschen. Bitte was? Thank you.
Der ist da. Was? Ups. Ich darf nur 25 Stück davon bauen? Da dürfte die Möglichkeit sein, das abzugreifen. Okay, wir brauchen dich hier nicht. Uff, tata. Das brauchen wir nicht. Jetzt ist die Frage, mache ich das trotzdem alles hier? Allein der Crusher ist ja schon ein schlechtes Ding. Ja, also wir müssen ja das Zeug crushen. Dafür brauchen wir jetzt... Ich gehe davon aus, dass wir es crushen müssen. Also wenn ich jetzt den Crusher hier hinnehme... Leg dich ab. So. Den kann ich jetzt... Willst du mich verarschen? Was sagt der Sorter? Wieso bist du? Eine Kreatur ist im Weg. Okay, ich muss das Zeug da hinten rüberbringen. Halt die... Wieso? Halt, Busch. So. Nee, Kollege. Das haben wir nicht gewettet. Gestorben wird bei mir. So. Ich habe für diese Mod den absolut beschissensten Platz zum Starten gesucht. Holy shit. Also, wir machen folgendes. Logistik. Fusionator. Quatsch. So, haben wir das schon mal. Das ist, nennen wir es mal wild. Wie rum steht er? So ist gut, aber nee. Breaking news from Earth. Widespread chaos and mayhem. World President urges all citizens to do their part and harvest alien artifacts. Ich sehe keins, also harveste ich auch nicht. Okay.
der Hoffnung, dass ich das irgendwie da runterkriege. Plums. Und hallo. Eieiei. Ich weiß, ich muss gleich noch wieder zurücklaufen, aber ich will die jetzt so weit wie möglich mitnehmen. Das wird noch ein paar Mal hin und her sein. Und ich glaube, das wird etwas sein, was ich zur nächsten Folge ohne euch mache, weil die ist länger geworden, als ich gedacht habe. Weil eigentlich war das ja irgendwie für Sachen da reinschmeißen. Bin mal gleich gespannt, was mir alles fehlt. Den Weg, Leitung zu lang. Ja, wunderbar. Das macht ja wirklich Spaß. Also wie gesagt, das werde ich ohne euch tun hier. Okay, dann kommen wir durch, aber das wollen wir nicht. Ich sag mal, das war's für heute. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mal so ein Abo da, Glocke nicht vergessen, Daumen wäre großartig. Upsi, Kommentar freue ich mich riesig drüber. Und damit macht es gut. Au revoir.